Ja, herzlich willkommen heute Abend hier bei Scala TV im Scala hier in Ludwigsburg. Ich habe sehr freundliche, nette Gäste bei mir heute Abend, und zwar die Petra Gohl aus Möglingen und die Bettina Hall aus Ludwigsburg. Genau. Und wir haben ein einerseits sehr ernstes Thema und andererseits aber auch ein Thema, das uns einfach auch ja ein Stück weit zwingt, darüber zu reden, weil es einfach das Leben so massiv beeinflusst, beeinträchtigt, ja, teilweise sogar an die Grenze, absoluten Grenzen führt. Zwei Damen von der Gruppe Frauen nach Krebs. Beide haben ihre jeweilige Geschichte und sind aber jetzt einfach mal wir freuen uns darauf, dass sie einfach mal ein paar Sätze zu sich sagen. Bitteschön. Mein Name ist Bettina Hall. Ich wohne in Ludwigsburg, bin verheiratet und habe mit 42 Jahren meine Krebsdiagnose bekommen. Mitten im Leben, in der Arbeitswelt, als Abteilungsleiterin. Das hat mich umgehauen. Das fand ich sehr früh. Es war eine sehr schwere Zeit. Ich habe natürlich mehrere Operationen gehabt, eine Chemotherapie durchgemacht, habe eine Bestrahlungszeit gemacht, sehr lange noch Medikamente gemacht. Aber nach 10 Jahren oder fast 12 Jahren sage ich, ich bin wirklich happy, dass ich wieder gesund bin. Ich fühle mich auch wieder gesund. Mhm. Ja, ich bin die Petra Gohl, ich bin 50 Jahre alt, habe vor 3 Jahren die Diagnose bekommen und musste dann auch leider durch die ganze Therapie durchgehen. Also ob das jetzt die OP war, die Chemo, die Bestrahlung. Ja, und ich bin heute wieder da und ich kann sagen, ich bin befundfrei und bin glücklich drüber. Das heißt, das, was jetzt wir hier erleben, ist so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was am Anfang war. Dieser Moment, wo man dann erfährt, hoppla, da ist was ja in mir drin, da ist was los, mit dem bin ich jetzt einfach mal konfrontiert. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das war, als Sie erfahren haben, Diagnose Krebs? Ja, also es war, mir hat es die Füße weggezogen. Die Ärztin hat gesagt, oh, bleiben Sie mal da, und hat es dann diktiert und ich dann schon so, okay, toll, jetzt ist vorbei. Und also da gehen einem Fragen durch den Kopf wie, wie lange habe ich noch, muss ich sterben, was wird aus meiner Familie? Ich habe zum Glück keine Kinder, aber wo ich dann einfach auch denke, so, boah, wenn ich Kinder gehabt hätte, mir wären Fragen durch den Kopf gegangen, wie, was wird aus meinen Kindern? Wer zieht die groß? Oder kann ich sie noch großziehen? Oder kann ich sie wachsen sehen? Kann ich das Ganze mit ihnen erleben? Werde ich noch Oma? Das sind Fragen, die einen dann wirklich quälen und bewegen, wo man dann gar nicht weiß, wie einem geschieht. Also das ist einfach wirklich, ja, irgendwann hat man dann auch so Momente, da fühlt man sich wie in so einer Schockstarre, da kann man gar nicht mehr denken und man hat eigentlich nur noch Angst und Panik und fühlt sich vollkommen hilflos. So, Chemo, was ist das genau? Was passiert mir da? Halte ich es aus? Schaffe ich das? Ja. Bei Ihnen auch ähnlich, Frau Hall? Ähnlich. Ich hatte, mein Bruder war 2 Jahre vor mir. Der hatte 2 Jahre vor mir die Krebserkrankung oder die Diagnose zur Krebserkrankung und war hatte einen sehr schweren Verlauf. Und da jetzt die zweite in der Familie, da war gleich der erste Gedanke. Ja, wir sind eine Krebsfamilie. Das kann nicht anders sein. Und das hat mich auch lang festgehalten. Ja. Festgehalten im Sinne von ich war gekrallt oder festgehalten, dass ich gar nicht davon loslassen konnte. Ja, dass jeder sagte, das gibt es nicht, es gibt keine Krebsfamilien, es gibt Vererbbaren, aber nicht Bruder, Schwester, zwei völlig verschiedene. Das ist einfach Pech. Schlicht und einfach. Schicksal, das ist Pech. Wie so eine fixe Idee. Das ist eine Unsicherheit. Man wusste ja, wie es dem Bruder eben halt ging, dass es ihm sehr schlecht ging. Und dann kommt das noch dazu. Da war auch der Gang zu der Mutter extrem. Ich habe zu ihm gesagt, wie sage ich denn das bloß der Mama? Jetzt die macht ja schon einen harten Weg. Und jetzt kommt das zweite Kind auch noch dann dazu. Es war auch sehr, sehr schwer. Also dieses, komme ich wieder zurück zur Arbeit? Was passiert eigentlich? Wie kann das weitergehen? Man ist dann schon sehr, sehr unsicher. Man ist hilflos. Und das Problem ist, man ist sehr
empfindlich, was man hört. Die Antennen, die hören nicht sachlich. Also es ist immer ganz gut, dass der Partner dabei ist, weil der Partner, der sieht das, versteht das auf einer ganz sachlichen Weise, sagt mir, lieber Doktor, was ist das jetzt? A, B, C, D. Und du bist als Krebspatient in dem Moment, wo du die Diagnose hast, sehr feinfühlig, sehr dünnhäutig. Man liest viel zwischen den Zeilen. Man interpretiert manchmal auch was hinein. Ja, das ist leider, weil das einfach Angst macht. Weil man ja nicht weiß. Das ist ein permanenter Alarmzustand. Ja, das ist ein Alarmzustand. Alarm. Ja. Was passiert jetzt? Ja. Ist ja auch eine Überforderung gleichzeitig. Klar. Man will sich zum Beispiel dann auch im Internet kundig machen, dass man sich denkt, so, Mensch, wo kann ich Hilfe herkriegen oder was kann ich tun? Weil ich habe ja eigentlich gesund gelebt. Eigentlich, warum passiert es mir jetzt gerade? Oder wieso? Ich war doch gesund oder ich habe das Rauchen aufgehört oder was auch immer. Wo man dann denkt, so, ich habe doch eigentlich nichts dafür gemacht, dass ich jetzt diesen Krebs bekomme. Wo man dann wirklich nach Ursachen aufforscht und dann sich überlegt, okay, dann muss ich irgendwas dagegen tun. Und wenn man dann ins Internet geht, das kann dann einen oftmals überfordern, weil so viele Informationen kommen. Und dann hört man, oh, dann kommt noch das und dann kommt noch das dazu. Und dann muss man aufpassen, dass man das nicht auch noch bekommt oder so. Und also das ist dann einfach wirklich so ein Riesenberg, der sich vor einem auftürmt. Also dass man da gar nicht mehr weiß, wo man jetzt anfangen soll. Und aber man ist auch von der Angst gesteuert, oder? Ja, und man sucht in der Angst dann eher noch die Sachen, die noch... Man schaut ja nicht nach den positiven Impulsen, sondern das kann ja noch schlimmer werden, ja, das könnte dann noch passieren. Und man kommt so in so eine Spirale der Panik dann vielleicht auch rein. Ja? Ja. Also wir sagen immer so ein Gedankenkarussell dazu, weil das irgendwie sich immer weiter dreht und es schiebt sich immer weiter an. Es dreht sich dann irgendwie immer schneller, das Ganze, dass man dann wirklich irgendwann sich in so einem Strudel drin fühlt und gar nicht mehr weiß, komme ich da jemals noch raus oder gibt es da noch überhaupt einen Ausgang dafür? Es ist häufig, dass andere Menschen dann sagen, ach weißt du, ich esse ja immer schon mein Leben lang vegetarisch. Und so, ja, ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt Krebs oder wie? Ja, das sind so diese Kommentare aus der Umgebung. Ja? Die Spitzen, ich habe mich merkt. Immer gesund, ich habe nie geraucht, ich war immer ganz brav. Ja, wahrscheinlich, weil du nicht brav warst, deswegen bist du jetzt krank geworden. Ja, das kommt es. Und wenn man natürlich ins Internet geht, das Internet ist voll von Informationen. Da treibt sich auch viel Schabernack drin. Da treiben sich Dinge in, die mit der Angst der Krebspatienten auch wirklich Geld machen wollen. Die sagen, ja, mit Fiebertherapie, da könnten wir euch gesund machen, da können wir euch mit heilen. Das ist schlimm. Es gibt auch viele, viele Foren, wo wir immer sagen, bitte geht da nicht rein. Etwas Negatives erzählt man immer schneller und häufiger weiter. Das ist dann immer noch schlimmer und noch schlimmer. Und eine Krebserkrankung, das ist eine sehr diffizile Geschichte. Also wir alle, die wir Krebs haben, wir haben alle nicht den gleichen Krebs. Es gibt etwa 500 verschiedene Krebsarten. Und dann sind sie alle so individuell wie der Mensch. Also kann man sie nicht auf einen gleichen Kamm legen und sagen, ja, ich habe das und das, du musst es so machen, du musst es so machen. Man kriegt auch viel Informationen von Nachbarn. Weißt du, du bist so stark, das schaffst du. Ja, sei stark. Ja, du musst jetzt auf dich aufpassen, du musst jetzt gucken, viel Vitamine essen, nur gute Sachen, viel spazieren gehen. Man wird belehrt, man wird bevormundet, dass man sich, und das macht, das irritiert. Und in diesem Moment, wo man nicht genau weiß, man hat den Arzt vielleicht nicht ganz verstanden, was will er jetzt von mir? Er hat mir das jetzt erklärt. Ich habe es aber trotzdem nicht verstanden. Genau. Ja, das oder ist es. Er hat es mir erklärt, aber man vergisst es. Dann ist er schon wieder im Stress. Er ist dann schon wieder weiter. Und man sitzt dann dort und man sitzt dann relativ hilflos. Und das sind keine schönen Momente. Das heißt, dadurch, dass es so viele Formen von Krebs dann auch gibt, ist man dem, das steigert ja die Hilflosigkeit dann, denke ich. Noch, ja, ne? Weil natürlich. Du musst ja erstmal auch dich orientieren. Ja, was ist denn jetzt meine Richtung? Was könnte meine Therapie sein? Was könnte mein Arzt sein? Das heißt, da geht eigentlich eine Suche los in einem Moment, wo ich eigentlich damit beschäftigt bin, überhaupt mal mit dieser Situation und mit mir selbst klarzukommen und dann mit den
indirekten Schuldvorwürfen, ja. Also hättest du mal was Gescheites gegessen im Leben, dann hättest du jetzt keinen Krebs oder sowas, ne? Das ist ja oft die Übersetzung. Und dann mit dieser Empfindsamkeit, die dazukommt, also das ist schon eine harte Gemengelage, ja. Natürlich gibt es auch solche Momente wie, ja, meine Oma ist auch daran gestorben und meine Tante hat es auch. Und die von der Straße in der, da vorne auf der Ecke mit dem roten Haus, die ist auch gestorben. Ganz große Klasse, dass man mir das dann jetzt in dem Moment sagen möchte. Was möchte man mir denn eigentlich damit sagen? Das ist nicht schön. Nee. Das sind keine schönen Momente. Und welche Rolle spielen in dem Moment dann die Bezugspersonen so im direkten Umfeld? Also die sind natürlich immens wichtig. Also wo es wirklich lebensnotwendig ist, dass die einen immer wieder auch aus diesem Karussell rausholen, dass die auch immer sagen, komm, jetzt machen wir was ganz anderes. Komm, zieh dich an, pack die Tasche für 2 Tage, wir fahren jetzt. Also das ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert. Aber es gibt natürlich auch oft Situationen, wenn man dann an Themen drankommt, wo es einem nicht weiterhelfen können, wo man sie überfordert, also wo es ganz schwierig ist, weil die Familie oder die Freunde sich damit nicht auskennen oder auch keinen Rat wissen oder auch nicht wissen, was sie einem raten sollen. Also wo soll mein Weg weitergehen, welche Behandlung brauche ich, möchte ich machen oder was gibt es denn noch zusätzlich? Und da wird es dann halt schwierig, wo ich dann für mich gemerkt habe, so jetzt kommt mein Umfeld an eine Grenze und wo ich dann gemerkt habe, ich überfordere mein Umfeld mit meinen Fragen. Also wo ich dann an Themen dran war und die waren dann erschüttert ohne Ende, über was ich mir einen Kopf mache oder machen muss und haben das erstmal verdauen müssen, wo ich dann gemerkt habe, die Kraft habe ich in dem Moment nicht, dass ich die noch tröste, also dass ich die noch beruhige und beschwichtige und sage, es wird schon alles gut, wenn ich da selber irgendwie ganz, ganz wild am Gedankenspinnen bin. Und wo ich dann gemerkt habe, und jetzt brauche ich echt einen anderen Input. Jetzt brauche ich irgendjemanden, mit dem ich reden kann. Jetzt werden heute Abend und auch wenn es dann ins Netz gestellt ist, Leute sich das anschauen. Das sind zum einen werden welche dabei sein, die es vielleicht selber mit der Situation konfrontiert sind oder die auch Angehörige haben oder bekannte Freunde. Was würden Sie denn denen sagen? Das ist ja oft eine ganz tiefe Unsicherheit auch für die Leute dann. Ne? Wie gehe ich damit richtig um? Was würden Sie denn denen sagen? Wie gehe ich denn möglichst gut um mit einer solchen Situation als Außenstehender, wenn ich höre, hier der oder dem ist das passiert? Auf jeden Fall offen und ehrlich. Also ich fand es ganz schlimm, wenn dann irgendwelche Leute mir alle möglichen Geschichten erzählt haben und ich dann überlegt habe, so was habt ihr denn? Also die haben so schnell und so viel geredet von allem Möglichen, wo nach dann, was habt ihr denn? Bis ich dann draufgekommen bin und ich dann so, du, wir können da ganz entspannt drüber reden. Also ich habe da ganz entspannt mit meinem Umfeld drüber geredet und habe dann auch gesagt, wenn ihr aber merkt, dass es euch zu viel wird, dann sagt mir das bitte auch. Ja, also weil ihr müsst ja auch erstmal damit klarkommen. Also was ich euch da alles erzähle und was da alles für Entscheidungen zu treffen sind und wie sich das Leben verändert. Und da ist das Wichtigste, wirklich ganz offen und ehrlich damit umzugehen. Auch lieber mal zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder ich halte es eigentlich gar nicht aus. Ich möchte für dich gerade schreien, wegrennen. Mhm. Ja. Also diese keine Bevormundung oder keine Empfehlung, das solltest du tun. Oder vor allem immer dieses Wort, das solltest du jetzt tun. Mhm. Ja? Sondern lieber sagen, kann ich etwas für dich tun? Kann ich dir etwas abnehmen? Kann ich dir helfen, wenn du zu einer Therapie bist? Kann ich auf dein Kind aufpassen? Kann ich deinen Hund versorgen? Kann ich für dich einkaufen? Das ist echte Hilfe. Und dann ganz normal auch anrufen. Natürlich geht es einem dann schlecht, aber man kann sagen, weißt du was, ich komme vorbei, trink mal einen Kaffee zusammen. Ich möchte nicht nur was von Spritzen und Therapie und Zeugs hören, sondern ich möchte ja auch noch weiterleben. Ich möchte doch ganz normal, möchte auch mitkriegen, wie es der Freundin geht. Ganz normal und möglichst. Das heißt, rauskommen aus diesem künstlichen, da ist jetzt sozusagen der, ich sag's mal ein bisschen überzogen, der totgemeinte, möglicherweise totgemeinte Mensch. Ja. Und oh je, Mine, jetzt muss ich den schon mit Samthandschuhen anfassen. Genau. Und die Wattebäuschen auspacken. Und die Wattebäuschen da überall hin noch. Nee, also ich war meiner Freundin Gott dankbar, wo die angerufen hat und mir einfach ihre täglichen Sorgen und Nöte dann irgendwann mal geschildert hat, wo sie einfach in sich gerade gefangen war.
Und ich fand es so herzerfrischend und sie dann so, oh Gott, jetzt schütte ich dich da mit meinen Banalitäten zu. Und ich so, nein, ich bin dir dankbar. Endlich höre ich mal was anderes. Ja. Also ja, das Leben muss normal bleiben können. Und es ist ja, denke ich, in der Situation auch so ein ständiges Kreisen um mich, um mein Problem. Und wenn der andere jetzt sozusagen in dem Kreis auch noch mitschwingt, dann wird der Kreis im Grunde genommen nochmal schwieriger und bedrängender möglicherweise. Ja. Und dann auch, denke ich, jemand auch zu sagen, du, ich habe vorhin das und das erlebt, das war vielleicht lustig oder so. Einfach so dieses Normale, das ganz also, Normale. Sich zu bewahren. Ne? Ja. Ja. Das ist echt der Hilfe, ja. Genau. Sie haben, und Sie haben sich jetzt entschieden, wir merken, ja, das ist eine Sache, die können wir viel besser miteinander sozusagen angehen. Ja, ein Stück weit bestehen ist ein großes Wort, aber wir können doch zumindest gemeinsam da uns austauschen, wir können gemeinsam einen Weg gehen. Sie haben eine Selbsthilfegruppe gegründet, die jetzt schon viele Jahre besteht. Ja. Und zwar auch, Sie müssen mal erzählen, wie viele dabei sind. Ich finde, das muss man auch mal wissen. Ja. Vielleicht sagen Sie doch mal wie lange machen Sie das schon und wie lange sind Sie schon dabei? Also ich bin 2008 zur Gruppe gekommen und arbeite seit 2009 ehrenamtlich in einem fünfköpfigen Leitungsteam dazu. Die Gruppe selbst gibt es seit 78. Wir haben vor 2 Jahren in der Musikhalle in Ludwigsburg unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Richtig, richtig mit Freude, richtig mit Spaß. Hammer. Ja. Es war so toll, wir haben 7 wirklich exklusive Referenten gehabt. Wir haben 7 Stimmen gegen den Krebs gehabt. Wir haben, was uns auch wichtig war, lokale Koryphäen von Ludwigsburg, von Tübingen, von Stuttgart zu bekommen, Vorträge zu halten von der Forschung. Was gibt es eigentlich in der Forschung? Professor Kopp vom Robert-Bosch-Krankenhaus ist gekommen, Professor Heil hier aus dem Ludwigsburger Krankenhaus. Wir haben auch gute Beziehungen zu lokalen Onkologen dazu, zu Psychologen dabei, Oberärztin, Frau Professor Pfannenberg von Tübingen. Na klar komme ich. Ich finde das toll. Wir hatten einen Professor Bischof aus von der Universität Hohenheim, der hat zum Thema Ernährung, das ist ja immer das Thema. Ja, ich bin krebskrank, was kann ich jetzt für mich selbst tun? Also da gibt es schon Möglichkeiten. Und das war ein ganz sehr erfolgreicher, toller Tag. Wir haben den beendet auch mit einem schönen Galaabend, wo alle Betroffenen dabei waren mit ihrem Partner. Ein wunderbarer Abend. Auch wieder dieses Thema, wie komme ich aus dem Kreis raus? Ne? Also, wir leben. Wir wollen auch ganz, normal lustig sein und leben auch feiern können. Und was ist so die besondere Qualität dieser Gruppe? Was sind Ihre Erfahrungen? Was ist da drin? Also wie gesagt, ich bin ja dazugekommen, wo ich für mich in der Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis an Grenzen gestoßen bin. Wo ich gemerkt habe, ich brauche jetzt einfach jemanden, mit dem ich reden kann, der mit mir drüber sprechen kann, der mir Informationen, Tipps oder Hilfestellungen geben kann, meine Fragen vielleicht auch beantworten. Und das habe ich zum Beispiel in den Ärztegesprächen, das hätte einfach das Limit gesprengt. So viel Zeit hatten die nicht, um das immer wieder mit mir zu thematisieren und. Und dann habe ich den Hinweis bekommen, da gibt es eine Gruppe Frauen nach Krebs in Ludwigsburg. Und ich so, super. Da habe ich angerufen und dann habe ich gemeint gehabt, so, super, ihr macht einen Gesprächskreis, ich möchte kommen. Und dann hatte ich ein Erstgespräch, das einfach die Leiterin von der Gesprächsgruppe, das macht zum Beispiel Frau Heil, dass sie einfach ein bisschen mich kennen und meine Fragen und Sorgen und Nöte, dass sie es einschätzen können, mit welchen Bedürfnissen ich komme. Und dann war der Gesprächskreis und es war so toll, weil ich wirklich mit 4 Frauen an dem Abend schon habe darüber reden können, was gerade meine größte Frage war. Das heißt, das, was Sie eigentlich sonst, was das Schwierigste ist, nämlich über das zu reden, was mich jetzt wirklich im Innersten umtreibt, das hört sich so an, das war relativ schnell möglich. Ja, weil man sich nicht erklären muss. Die Frauen, die wissen alle, worum es geht. Die haben das alle auch durchgemacht. Die eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger. Jede auf ihre Art und Weise, aber man muss sich nicht erklären, sondern man kann einfach sagen, ich habe gerade, was weiß ich, die Chemo und habe gerade keine Haare und kommen die dann wieder? Wie ist mit der Bestrahlung?
wie es mit den Strahlenschäden, gibt es irgendwas, was ich machen kann, damit es irgendwie ein bisschen gepuffert ist oder dass ich irgendwas machen kann, damit es nicht ganz so schlimm wird oder auf was muss ich achten, was soll ich gar nicht tun. Und das sind halt ganz hilfreiche Tipps, die man da bekommt und einfach auch im Gespräch, wo ich dann gemerkt habe, so, boah, das sind so viele, die sind vor vielen Jahren da auch schon durch und man kann da durchkommen, man kann das überleben und es gibt einen Weg und es gibt die Möglichkeit und ich hab einfach jetzt die Hoffnung dann auch bekommen, wo man dachte, hey super, wenn die das geschafft haben, schaffe ich das auch. Das heißt, das, was vielleicht die Angst ist, die ich als jemand habe, der jetzt gerade mit einer Diagnose umzugehen hat, dieses, da reden vielleicht Menschen so, wie ich das auch schon erlebt habe, mit Vertröstung, mit Ausweichen, wie auch immer. Genau das, davor brauche ich da keine Sorge zu haben. Mhm. Sondern es ist einfach so, es ist so dieses, hey, da sind Leute, die sind, das sind Schicksalsgenossinnen. Mhm. Ja? Und die sind eigentlich, ja, genau, mit denen kannst du so reden, wie, ich sag mal, wie dir der Schnabel gewachsen ist. In dieser Situation. Kann ich auch kommen und sagen, Leute, ich habe Panik, ich habe Angst. Mhm. Die Gruppe ist besonders, wir sind eine offene Gruppe. Zu uns kommen die Frauen, sag mal so mit Ende 30 bis 90. Und sie kommen zu uns, egal in welchem Stadium der Erkrankung, ob sie jetzt gerade Diagnose bekommen haben, ob sie mitten in der Therapie stehen, ob sie mit der Therapie durch sind. Sie kommen ein Jahr später, weil es gibt immer noch Dinge, die da noch nicht geklärt sind, ja, die da stehen auch ein Jahr später auch eine Zeit noch brauchen, bis sehr, sehr stark im Raum. Ja, oder irgendwelche das ist ein hoher auch ein sehr hoher Anteil, wenn die Therapie durch ist und fertig ist. Und dann sagt man ihnen, ja, jetzt sind sie wieder gesund. Und das funktioniert irgendwie nicht. Das ist noch nicht so weit. Und da kommen sehr viele Frauen dazu. Zu uns kommen auch Frauen, die Krebserkrankung leider das zweite Mal haben. Sie kommen zu uns mit den unterschiedlichen Krebserkrankungen. Das ist auch egal, ob sie jetzt Lungenkrebs haben, Brustkrebs, Darm, Hirn, Leukämien, Lymphome. Das ist egal. Medizinisch können wir eh nicht beraten. Ja. Machen wir auch nicht. Ja? Wir sprechen über die ganzen Begleiterscheinungen, diese ganzen Begleitthemen, die das hat. Eine junge Frau, alleinerziehend, ja, mit Kind, hat einen ganz anderen, die braucht Hilfe. Ja, die will nicht beraten werden von uns, welches Medikament nimmst du? Nein, die will wissen, wie habt ihr es mit dem Kind? Wie sagst du es deinem Kind? Mein Kind ist 3 Jahre alt, wie sage ich es ihm? Und dann ist einer in der Runde und sagt, du, ich habe das vor, die ist jetzt meinetwegen schon 10, 12 Jahre da, erstmal, es ist toll, da ist noch jemand da, das war für mich auch, wo ich kam. Die schon 10 Jahre dabei. Oh, klasse. Das ist doch motivierend. Also, da komme ich auch mit. Da will ich auch hin. Da will ich hin. Ja? So, und dann ist es so. Und dann wird gezeigt, schau mal, ich habe das und das. Ich habe das so und so. Ja? Das im Kind. Und das hat das Kind. Nehmen das Kind mit. Oder wie bringe ich es meinem Kind mit Eltern bei? Ja? Oder es gibt so viele. Mein Arbeitgeber. Sie glauben gar nicht, wie viele Probleme es gibt in der Arbeitswelt. Man wird rausgerissen, man ist für längere Zeit drin. Es gibt die Schwierigkeit, wenn ein Betrieb mit sehr wenig Mitarbeitern dabei ist, dann ist die Gefahr, dass denen gekündigt wird. Das ist alles schon passiert. Ja? Große Betriebe ist das etwas anders, das ist leichter, aber da stecken Probleme dahinter. Ja? Und das sind Dinge, wo wir uns austauschen, wo wir uns gegenseitig helfen, weil durch diese Bündelung, durch diese vielen verschiedenen Frauen in dem verschiedenen Staaten, dadurch haben wir eine enorme Kompetenz. Ja? Da kann man dann zwar am Anfang sagen, naja, das sitzen lauter Kranke in einer Runde. Man wird ja noch kränker, denn das ist so das Bild nach außen hin. Viele sagen, da gehe ich in eine Selbsthilfegruppe. Ja, die sitzen doch bloß alle im Kreis, haben eine Kerze an, ein Blümchen daneben und heulen. Ja, sicher, natürlich fließen bei uns auch mal Tränen, ganz klar. Und wir haben eine Kerze und wir haben Blümchen. Wir haben auch Kerzen, wir haben auch Blümchen. Aber die meiste Zeit wird gelacht. Ja. Das ist wirklich so. Das ist auch so ein Hunger nach Leben, denke ich. Ja, das ist klar. Ja. Das, man den freut Hunger nach sich Leben darf ich in meinem normalen Umfeld unter Umständen gar nicht leben.
Weil alle von mir ein Stück erwarten, du bist jetzt die traurige Krebskranke, ja? Ja. Spiel gefälligst deine Rolle oder so. Wissen Sie, wie schön das ist? Manchmal kann man auch gar nicht anders. Ja. Also, wo man wirklich so gefühlt so auf dem Zahnfleisch irgendwie über den Boden rockt und gar nicht weiß, wie man noch irgendwas anderes sehen oder hören soll. Ich habe dich unterbrochen. Aber ich höre raus, wenn ich das auch nochmal so in Richtung derer sagen darf, die dann das jetzt oder irgendwann hören, sie sind offen wirklich für jede Frau in jeder Situation. Ja. Ja. Es ist egal, ob es das Frühstadium ist, das Spätstadium, was auch immer, ob es der sagt man mal, im Rückfall oder der fünfte Rückfall ist. Es ist egal, ob sie jetzt alleinstehend ist, ob sie 80 oder 15 ist. Ja. Alle haben bei ihnen wirklich Daseinsberechtigung. Sind gewünscht ausdrücklich. Ja, herzlich willkommen. Und brauchen keine Angst davor haben, dass sie da in irgendeinen Sumpf geraten. Sondern im Gegenteil, da sind einfach offene Ohren, offene Herzen, die dir ganz klar signalisieren in dieser Situation, du bist hier wirklich willkommen und glaub uns eins, wir haben das selber, wir wissen, wie sich das anfühlt, was du jetzt gerade erlebst. Genau. Wir sind alles Betroffene, es ist niemand da, der, arbeiten ohne Psychologen, wir sind alles Betroffene, wir wissen genau, wie Sie schon sagen, wie er sich jetzt fühlt, wie der sich fühlt, und das trägt miteinander. Mhm. Das gibt ein anderes, das ist eine andere Art des Gespräches. Mhm. Das ist Nähe, das ist Verständnis. Ja, da fühlt man sich wohl. Mhm. Und wo man sich wohl fühlt, da kann man auch wieder gesund werden. Mhm. Wie schön ist es, gibt es Momente, wo jemand sagt, oh, ich habe jetzt meine Nachsorgeuntersuchung, hey, checker, wir haben nichts. Und da freuen sich alle drüber. Und ich glaube, Sie wollen auch, wenn ich das so richtig war, ich nehme hier wahr, Sie haben Dinge mitgebracht, Kissen, ein Herz. Sie wollen auch, glaube ich, äußerlich ein Stück weit signalisieren, hey, es ist wirklich ein Ort, an dem darfst du dich wohlfühlen. Ja, also wir machen ja zum Beispiel nicht nur diesen Gesprächskreis, sondern wir haben ja noch ganz andere Aktivitäten. Also wir haben in unserer Runde zwei Trainerinnen, eine für Yoga, eine für Gymnastik und wir haben da aktive Gruppen. Also das ist eine Sache, dass wir den Sport bedienen, weil Sport hilft oder Bewegung tut auch immer gut und hilft weiter. Oder dass wir dann andere Angebote machen, dass wir sagen, okay, Ernährung ist wichtig. Wir arbeiten mit Ernährungszentrum Ludwigsburg zusammen. Wir machen da Abende, gesundes Kochen, gesundes Backen, gesunde Ernährung. Also wir gehen da in ganz viele verschiedene Spektren rein, weil wir sagen, wir wollen nicht nur das abdecken, sondern wir wollen wirklich auch zurück ins Leben finden und wieder mal andere Sachen wahrnehmen. Dann gehen wir auch zu Ausstellungen. Also wir haben letztes Jahr, das war ganz auch schön, eine Krimitour in Stuttgart gemacht. Das war göttlich. Wir haben gelacht, das war so schön. Und man sieht einfach und hört was ganz anderes und das ist toll. Und da gehen wir gemeinsam auf den Weg. Das heißt, ihr wollt den Menschen auch sozusagen ein Stück weit wieder ermöglichen, das, was euch vorher im Leben getragen hat und wo ihr vorher unterwegs wart, entdeckt es wieder, nehmt es wieder wahr, kommt wieder auf ein Stück in eure alten Lebensspuren, damit ihr auch die Kraft wieder, wieder erleben könnt oder erleben könnt, die euch da getragen hat. Genau. Die kulturellen Veranstaltungen sind sehr wertvoll. Wir haben einmal im Jahr machen wir einen großen Tagesausflug hier in der Region und wir haben einmal im Jahr einen 2,5-tägigen Aufenthalt in Hohenwart. Das ist eine Tagungsstätte, der Verein Christlicher Hotels. Das ist ein absolutes Wohlfühl. Wochenende. Es wird getragen mit von Therapeuten. Ja, das ist, man lernt Techniken wieder. Es ist auch so, durch Chemotherapien hat man oftmals ein Problem mit der Haptik, mit den Fingern. Man kann das nicht. Das heißt, wir haben dort Ergotherapeut, wo man dann, ob das jetzt Kneten ist, Flechten ist, alles Mögliche, was man damit machen kann. Das sind kreative Teile. Wir haben immer ein Sportprogramm dabei. Herrlich, eine, die hat mit uns afrikanische Tänze gemacht. Sie glauben gar nicht, wie 26 super. Frauen herrlich miteinander tanzen super, können super, und johlen und jubeln können. Es ist sehr, sehr viel Spaß. Und dadurch, dass diese Frauen so mal 2,5 Tage mal raus sind aus ihrem Alltag, sie sprechen untereinander, wir können mal, gehen nur da mal eine Runde in den Wald rein, wir machen dieses hier. Sie sind frei, sie entdecken dann plötzlich Dinge. Du sag mal, ich habe mit Malen nichts am Hut gehabt, aber jetzt, das entdecke ich für mich.
Ja. Krankheit als Chance. Das Krankheit ist, als Chance. Ja. Und dafür, abgedroschenes Wort, aber ich denke, wenn man es dann miteinander erlebt, wirklich, ja, und was dann auch wieder noch neu möglich ist. Ja, sehr, sehr viel. Ja. Und da sind wir auch der LKZ immer sehr dankbar. Ja. Wir haben da einen Zuschuss, kriegen wir dazu, dass wir gerade auch den Tagungsraum davon bezahlen können, Materialkosten, die Referenten, die Honorare dafür bezahlen können. Und da sind wir auch den Lesern der LKZ-Helferherz echt dankbar dafür, dass es damit möglich ist. Ja. Viele sagen immer, wenn wir dieses Wochenende haben, das ist wie Urlaub. Ja. Ja, wir kommen geerdet wieder zurück und wissen wieder, wie wir weitermachen können. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe nicht so viel Geld im Portemonnaie oder sowas, aber ich würde da gern dabei sein, wie ist es dann? Dann, wir lassen keinen nicht wirklich im Stich. Das heißt, es ist völlig unabhängig, jede Frau soll versuchen, die Möglichkeit haben. Wir können dann Zuschüsse geben, das machen wir komplett. Es kommt im Einzelfall drauf an. Ja, aber Sie versuchen halt das. Wir machen so viel wie möglich. Das ist auch nochmal ein ganz klares Signal. Es tut manchmal dann gut, den Abstand zu haben, ganz mal endlich raus aus diesem, wo ich jeden Tag mit Tabletten und mit Zeugs und so weiter konfrontiert bin. Einfach auch mal wieder raus im Schönen. Was man da alles erleben kann. Ja, einfach wertvoll. Ja. Genau. Und gleichzeitig haben Sie ja auch, wir erleben Mediziner ja oft, wenn wir so im Schusch Medizinbetrieb sind, als sehr kurz angebunden, manchmal vielleicht auch sehr distanziert. Bei Ihnen höre ich raus, da sind viele Ärzte dabei, die auch ein hohes Inneres, die wirklich auch ein Herz für diese Situation haben. Ja, ja, wir sind sehr froh darüber, dass wir häufig Besuch bekommen von. Ach, die kommen zu Ihnen. Die kommen zu uns. Wir können ja nicht medizinisch beraten. Ja? Der Professor Heil kommt zu uns, die Frau Dr. Hähne vom Krankenhaus von Bietigheim, der Herr Dr. Ulzhöfer, der kommt. Ich setze mich in eure Runde. Ihr stellt mir Fragen zu eurer Therapie, die ich medizinisch beantworten kann. Ich habe Zeit für euch. Ja? Das ist das. Ich habe Zeit für euch. Ich habe dann schon die Fragen eingesammelt, ihm dann schon vorab geschickt und habe gesagt, so und so. Professor Heil hat gesagt, natürlich komme ich, in den Gesprächskreis vor Dr. Hähne. Ich sage, sofort. Und das ist das ist so, da sind wir so dankbar dafür, dass wir da immer wieder unterstützt werden. Psychologin, klar, komm, ich halte einen Vortrag dann so. Sind wir im Edith Steinhaus. Wir sind übrigens so gern im Edith Steinhaus, weil so ein Gesprächskreis kann nur stattfinden in einer Ruhe, in einer besonderen Atmosphäre. Den können Sie nicht auf der Bärenwiese machen und sagen, da setzen wir jetzt zusammen oder und hören. Oder gehen einen Kaffee und machen dann eine Runde. Das ist etwas, da geht es um Gefühle, da geht es um Angst, da geht es um Freude. Alles liegt sehr nah beieinander. Und im Edith Steinhaus, wir sind sehr dankbar, dass wir da sein dürfen. Dass sie so ihre Orte gefunden haben, Hohenwart, Edelstein, so die Oasen. Das sind Oasen. Die man so ein bisschen braucht wahrscheinlich, wenn man Wassermangel hat, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Ja, also ich finde das schon beeindruckend auch, was sie da wirklich an Breite bieten. Ja, das muss man, finde ich, auch wirklich sagen. Das hat nichts von einem engen Zirkel, so wie ich das wahrnehme, sondern das ist wirklich eine ganz offene Atmosphäre. Da gibt es auch keine Vorbedingungen in irgendeiner Form, sondern ich denke, wer spürt, Mensch, ich kann da, und wenn es auch nur so ein bisschen Hilfe ist oder sowas brauchen, was mache ich dann? Also gut, wichtig ist natürlich, wenn man merkt, so irgendwie ich brauche was, wenn man zu uns kommt, dann ist natürlich wichtig, dass man sich auch öffnen kann. Also, dass man sich mitteilen möchte, dass man auch darüber sprechen möchte und sagt so, bei mir sieht es so und so aus. Dass man das vielleicht nicht gleich beim ersten Mal kann, ist gar kein Thema. Und manchmal braucht man auch so ein erstes Mal hingehen, ein zweites Mal hingehen, einfach mal um warm zu werden, um das Gefühl dafür zu bekommen. Auch wenn man dann merkt, so, boah, das hat mir gut getan, das hat mir gefallen oder das war für mich eine Bereicherung, dann ist es einfach auch ganz arg schön, dass man sagen kann, und ich gehe wieder hin. Und das dann wirklich als Säule, als Bereicherung, als Stütze für sich zu erleben. Also ich kann wirklich hingehen und kann sagen, ich weiß nicht, was das für eine komische Gruppe ist. Ich gucke mir das jetzt mal an und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich da nie wieder hin. Genau, natürlich. Ja, einfach so diese Freiheit von sich da auch zu nehmen, das ist ja wichtig. Sie gehen bei uns auch keine Mitgliedschaft rein. Dadurch, dass wir offen da sind. Man muss nicht zahlen. Nein.
Wir freuen uns über jeden. Ja, genau. Ja. Also Sie sind ein Stück weit angewiesen. Wir sind natürlich ein bisschen angewiesen. Wir gehören als Arbeitskreis zur Diakonie und Sozialstation. Mhm. Ja, aber trotzdem über so den einen oder anderen Kosten hat man ja trotzdem immer wieder für alles. Aber mögliche, es ist nicht die Vorbedingung. Das ist ja wichtig. Nein. Also das spielt da einfach auch keine Rolle. Ich glaube, darum geht es. Am Anfang ist es auch, nein, das ist nicht. Wer zu uns kommen möchte, geht einfach auf die Internetseite frauen-krebs.de. Genau. Wir haben später nochmal den Link dazu. Vielleicht können wir das den Techniker bitten. Klar, wegen Corona haben wir im Moment, dürfen wir uns ja nicht so treffen. Das ist ja gerade eben sehr, sehr schade. Aber unter Kontakt und Links sehen Sie, da sehen Sie das Leitungsteam und Telefonnummer. Das sind empfohlene Internetadressen und da unten haben Sie die Frauen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummern dazu. Wenn ich dort anrufe, ist da immer jemand da unter dieser 45770088 oder gibt es einen Anrufbeantworter, der manchmal geschaltet ist? Nur einfach, wenn jemand das jetzt hört und vielleicht denkt, da kann ich anrufen und dann weiß, was da auf ihn zukommt. Es ist so, dadurch, dass wir das alles ehrenamtlich machen, wenn wir nicht da sind, läuft ein Band. Und wir wissen, wir haben ja mehrere Telefonnummern, da stehen, findet man dann auch nochmal über uns und aktuelles, findet man mehrere Telefonnummern, da kann man auch mal den anderen anrufen, schließlich sind wir zu fünft. Ja, wenn man auf dem Band drauf spricht, wir rufen immer zurück. Mhm. Ja, man kann uns eine kurze Mail schicken, die wird dann auch beantwortet. Das machen wir alles in unserer Freizeit, aber sie ist ehrenamtlich. Mhm. Ja, aber das wird keiner im Regen stehen gelassen. Wir rufen zurück. Heißt, also wenn Sie jetzt dort anrufen, dann lassen Sie sich bitte nicht davon verunsichern, dass da hier eine Stimme auf. Sprechen Sie einfach Ihre Telefonnummer drauf oder die Mailadresse und dann kommt der Rückruf einfach prompt. Genau. Also jeder Anruf geht nicht verloren, ist dann einfach. Genau. Und das haben wir auch gerade schön gesehen. Es gibt ja wirklich eine ganze Reihe von Angeboten. Das ist ja da also wirklich erstaunlich. Die können sich auch einfach informieren mal. Einfach mal so. Was spricht mich an? Ja, was kann ich vielleicht gerade gut brauchen? Ne? So in die Richtung gehen. Ja, wann ist denn eine Selbsthilfegruppe für mich richtig oder angezeigt? Ja, gerade wenn ich merke, dass ich für mich allein nicht weiterkomme und dass ich mein Umfeld überfordere, dass ich einfach Hilfen brauche, dass ich merke, ich habe Redebedarf. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man sagt, hey, ich versumpfe immer mehr und ich komme nicht weiter, ich komme nicht raus. Ich brauche Hilfe, ich brauche neue Anregungen, ich brauche Tipps, ich brauche Informationen. Und auch so ein Arztgespräch ist nicht unbedingt immer die Erfüllung und kann es auch nicht sein. Zum Psychologen möchte ich nicht oder traue ich mich nicht oder war ich schon, ist auch nicht unbedingt das, was mir weiterhilft. Und dann ist es zum Beispiel eine gute Möglichkeit zu sagen, gut, da gibt es die Selbsthilfe. Ich werde da mit meinen Fragen und Sorgen und Nöten vorstellig. Und die Gruppe kann ja dann unter Umständen auch wieder sagen, Mensch, jetzt kennen wir dich ein bisschen, da könnte vielleicht die Person für dich gut sein. Oder also, dass man so die Tipps bekommt, die passen dann auch für mich selber. Ja. Und man hört dann auch in dem Gesprächskreis Themen, an denen man vielleicht selber irgendwie noch gar nicht gedanklich aktiv war. Also wo man dann einfach merkt, boah, da gibt es noch was und da kann ich auch noch was tun und dann kann man da auch nochmal nachhaken oder dann einfach mit der Frau persönlich Kontakt aufnehmen. Das ist halt auch schön. Also wenn sich dann so Verbindungen dann langsam knüpfen, wo man dann einfach sagt, hey, da gibt es noch jemanden und ich kann da auch mal kurz anrufen oder man kann sich auch mal auf einen Kaffee treffen und da lebt dann ganz arg viel. Also bereichert. Es entstehen auch sehr, sehr viele Freundschaften. Ach. Ja, das ist also schon so. Ist ja klar, das ist diese Nähe. Da finden sich zwei Frauen, die haben gleich beide das gleiche Thema. Da geht es um Kinder, da geht es um Eltern, da geht es um Arbeit, da geht es um Reha oder sonst wo oder ich möchte in die Klinik. Da geht es auch um das Thema, ich bin das zweite Mal erkrankt, wie gehe ich jetzt damit um, wie ist das und so. Man findet immer ein Gegenüber. Und da gibt es sehr, sehr viele Freundschaften, tiefe Freundschaften, über viele, viele Jahre. Vielleicht auch, wenn man merkt, ich komme aus dem gleichen Ortsteil. Mensch, komm doch mal auf den Kaffee vorbei oder lass uns doch mal da treffen oder sowas. Ja. Ja.
Ja, an dieser Stelle können wir auch sehr gerne denen, die da sind, nochmal die Möglichkeit geben, wenn Sie mögen, können Sie gerne einfach auch was, eine Frage oder eine Anmerkung in den Chat schreiben. Ihre Frage oder Ihre Anmerkung jetzt in diesem Moment könnte für andere Menschen in einer anderen Situation genau die Frage sein, die wichtig ist, ja, ja, was wir vielleicht hier gar nicht so spüren. Ja. Mhm. Also wir würden einfach noch ein bisschen weiter hier miteinander plaudern, aber Sie haben einfach die Freiheit, das dann auch reinzuschreiben. Ja. Sie haben geschrieben, eine Selbsthilfegruppe ist kein Ersatz für eine Therapie, aber eine anerkannte, hilfreiche Säule. Mhm. Ja. Ja. Mögen Sie dazu noch was sagen? Oder? Viele Mediziner sehen eine Selbsthilfe als begleitende, unterstützende Therapie. Mhm. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass es so ein bisschen verkannt wird, mhm, sondern man weiß genau, also Ludwigsburger Krankenklinik oder Robert Bosch, wir arbeiten viel mit denen zusammen, die wissen genau, dass dort eben halt vieles zur Sprache kommt, was nicht in einem kurz bemessenen Patienten-Arzt-Gespräch stattfinden kann. Mhm. Ja, und das unterstützt. Man gibt sich gegenseitig Hilfe, man unterstützt sie, mhm, und das unterstützt auch Therapien, mhm, die Umsetzung der Therapien. Es werden weniger Therapien abgebrochen, weil man sich gegenseitig unterstützt, mhm, weil man sieht, da ist jemand, der nimmt diese Medikamente jetzt schon über viele, mhm, Jahre und hat sich mit diesen Nebenwirkungen ganz gut arrangiert, weiß, kann den einen Tipp nehmen, ja, dann ist dieses Ablehnen der Therapie. Man darf auch nicht immer nur in einer Chemotherapie etwas total Schreckliches sehen. Mhm. Es ist eine Möglichkeit, die man mir geben kann, damit ich den Krebs besiegen kann. Man muss ihn auch mal als Freund nehmen und sagen, gut, jetzt habe ich eine Möglichkeit, meinen Krebs in die Wüste zu schicken. Und wenn man dieses Denken hat, das unterstützt diese Therapie. Und deswegen ist das so ein bisschen auch, so wird das auch als Säule neben der Medizin angesehen. Ich denke, so insgesamt ist das Denken in den letzten Jahrzehnten weiter geworden. Ja, es ist nicht mehr nur die eine Therapie, sondern ich denke, viele Ärzte haben mittlerweile genauso erkannt, wie wichtig diese soziale Komponente ist, wie wichtig die Psyche ist. Ja, es ist ja auch ein Kampf, in dem ich drinne bin. Mhm. Und wenn ich da psychisch gut aufgestellt bin, dann erhöhen sich, meine ich sogar nachweislich, die Chancen deutlich. Ja. Um mit dieser Erkrankung dann klarzukommen. Also es ist, glaube ich, schon wirklich insgesamt, dass man vielleicht kann man es vergleichen, dass die verschiedenen Rädchen, das Medizinische, die Selbsthilfegruppe, der Apotheker, der Seelsorger, die Familienmitglieder, dass die Rädchen besser ineinander greifen. Ja. Und umso besser sie ineinander greifen, umso hilfreicher ist es dann einfach in deiner Situation. Ja, genau. Ja, das heißt, es braucht wirklich niemand, Sie sind auch ein Rädchenvermittler sozusagen als Selbsthilfegruppe. Ja? Sie können dann einfach auch nochmal sozusagen hier dann helfen, dass das auch miteinander gelingt. Ja? Dass es besser ineinander fasst dann einfach. Mhm. Ja. Jetzt schaue ich mal. Jetzt sind wir schon kurz an der Stelle, ich denke, wir machen noch ein paar Minuten, wir gehen jetzt einfach noch weiter. Und wie gesagt, Sie dürfen gerne einfach auch noch was reinschreiben, wenn Sie möchten. Ja, eine Frage, die uns natürlich alle interessiert, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Schluss. Wie ergeht es Ihnen denn Ihrer Gruppe jetzt in diesen Corona-Zeiten? Sehr schlecht. Ja. Man kann es nicht anders sagen. Es ist schlecht, es ist schwierig. Wenn man sich vorstellt, so eine Gruppe, so ein Gesprächskreis, der hat Nähe, der braucht das. Der braucht das Gespräch face to face. Mhm. Jetzt ist alles, wir mussten ja auch alles runterfahren, dieses gar nichts. Viele ziehen sich zurück, viele machen wirklich, tauchen schier ab. Ja, geht ja auch nicht anders. Denn die meisten, die in der Therapie stehen, gehören zu den absoluten Risikogruppen. Mhm. Ja, wenn sie dann 60, 65 sind und haben eine Therapie, während einer Chemotherapie wird einem schon zu normalen Zeiten gesagt, bitte geh nicht,
irgendwo ins Schwimmbad oder zu irgendwelchen Konzertveranstaltungen, wo gerade viele Massen, Menschenmassen drum sind. Also wenn du jetzt noch während der Therapie dir noch eine Erkältung reinholst, das ist nicht wirklich prima. Ja, achte spüren drauf. Spüren Sie das in Ihrer Praxis, dass die Angst dadurch nochmal sich gesteigert hat? Ja, das ist Alleinsein. Okay. Ja, man kann nicht, man ist alleine jetzt. Man ist wieder für sich. Ja, und wir machen telefonische Beratungen und reden. Aber das ist nicht, das hat nicht das Gleiche. Ja, und Corona heißt Angst. Viele gehen nicht zur Nachsorge. Ja, das ist ein ganz großes Manko, weil sie dann sagen, bevor ich mich jetzt in ein Wartezimmer setze, was voll ist, womöglich einer drinne ist, dann schiebe ich lieber. Ja? Jetzt weiß man ja nicht, bis wie lang man hinschieben kann. Ich persönlich kann eigentlich nur sagen, ich habe meine Nachsorgetermine jetzt vor kurzem gemacht. Ich kann nur empfehlen, tut's, macht's. Ja? Mit dem Mundschutz, es ist in den Praxen, klar sind weniger Leute, aber die sind so genau darauf abgestimmt, dass da nichts passiert. Also da muss man wirklich keine Sorge haben. Das heißt also, wenn ich mich da sozusagen innerlich darauf einstelle, dann erwartet mich keine Situation, in der ein volles Wartezimmer im Prinzip alle Risikoviren, die ich so mir einfangen könnte, da schon sitzen, sondern es ist eine sehr private, eine sehr geschützte Atmosphäre, wo auch wirklich niemand Angst haben. Also ausdrücklich von Ihrer Seite höre ich, Mensch, nutzt die Nachsorge, sie kann euch das Leben retten, muss man ja wirklich sagen. Frühzeitig irgendwas. Gerade diese onkologischen Praxen, die wissen ganz genau, die sind da sehr, sehr sensibel darauf. Das kann man nur empfehlen. Ja. Haben Sie vor, dann jetzt, haben Sie schon Überlegungen? Gibt es ab einer bestimmten Situation, wenn eine bestimmte Zahl von Leuten wieder zusammen sein darf, gibt es schon erste Erfahrungen wieder, wo Sie sich im Kleinen treffen können? Ja. Nächsten Freitag. Oh, toll. Ja, nächsten Freitag sind wir und haben den ersten Gesprächskreis natürlich mit kleiner Personenzahl, mit Auflagen dazu, mit Abstand, mit Anmeldung, sodass man auch genau weiß, dass man nicht drüber ist mit der Zahl. Und darüber freuen wir uns. Ja, super. Das heißt, im Normalfall kann ich ohne Anmeldung kommen auch? Man meldet sich einmal an, damit man einfach nicht so, das ist für dieses Erstgespräch. Dann meldet man sich an. Später braucht man sich nicht mehr anmelden. Man kommt mal einfach. Aber jetzt ist es eben in diesem Aber jetzt ist es einfach um die Größe festzulegen. Die müssen wir ja bewahren. Ja. Und das machen wir jetzt ab nächste Woche Freitag und freuen uns total. Da sehe ich ein Strahlen, da geht ein Strahlen durchs dunkle Skala, ja, das ist natürlich, ja. Ich denke, das machen Sie aus Herzblut, das machen Sie aus Überzeugung, das machen Sie auch, weil Sie selbst erlebt haben, wie wichtig das für Sie in Ihrem Leben war, in dieser wirklich, wir haben es am Anfang ja so ganz deutlich formuliert, in dieser alles erschütternden Hilflosigkeit, die einen wahrscheinlich richtig von den Beinen schmeißt erstmal. Nicht nur so ein bisschen, sondern da ist richtig was los. Ja. Und umso wichtiger, umso schöner, dass es eben diese Gruppen hier gibt. Ich kann das selber sagen. Ich habe sie immer als sehr offen erlebt, als wirklich ehrliche. Also da ist auch nichts mit irgendwie, sondern einfach als menschlich sehr mitfühlende, sehr mittragende Menschen. Und ich sage an dieser Stelle einfach auch mal Danke für das, was Sie da auch ehrenamtlich tun, und möchte es auch gerne in alle anderen Haushalte weitergeben oder zu all den Frauen, die sich da einsetzen. Sie sind ja ein großer Kreis, die das so miteinander trägt. Also insofern toll, dass Sie das machen, und Und die größte Freude, die man Ihnen ja machen kann, ist, dass man sagt, hey, wir kommen zu euch, und wenn es wirklich so ist, und dann sind wir einfach auch da. Also ihr werdet da offene Herzen finden. Ja, zum Thema Herz. Wir haben das mitgebracht, und zwar eine von uns ist sehr begabt und kreativ an der Nähmaschine. Und jede Dame, jede Frau, die zu uns kommt, bekommt so ein Herz von uns. Also erstmal, weil es uns am Herzen liegt, weil es eine Herzensangelegenheit ist, von uns allen auch. Und dann einfach auch als Trostspender. Also man kann das, wenn man entsprechend Brustkrebs haben sollte, kann man das ganz toll unter den Arm legen, und das entspannt dann die ganze Situation. Die anderen können es einfach zum Kuscheln nehmen. Zum Kuscheln? Zum Kuscheln, zum Knuddeln, zum
Frust ablassen, wie auch immer, genau. Und das tröstet ungemein. Wir möchten dieses Herz nutzen und es Ihnen als kleines Dankeschön, dass wir jetzt hier sein dürfen, überreichen als ersten Mann. Dankeschön, dann gebe ich das, aber dann ist das unser Skala-Herz ab jetzt. Ja, wir nehmen das mit in den Programmrat, weil hier ist viel gelaufen. Wir haben versucht, viele Hilfegruppen hier vorzustellen. Mhm. Sie können es mitnehmen, Sie können es dann auch, wenn es dann nachher geschnitten ist, auf Ihre Homepage stellen. Also auch andere, wenn Sie wissen, das möchte jemand sich anschauen, das können Sie sich auch später noch unter Skala TV anschauen, da runterscrollen, dann beginnt das Archiv, da sind jetzt schon ganz viele Sachen da. Ja. Einfach suchen, wer sucht, der findet in dem Fall. Sie kennen uns am Herz. Ja, genau. Ja, gibt es von Ihrer Seite jetzt noch was zum Schluss, was Sie sagen? Mensch, das müssten wir jetzt doch nochmal gesagt haben. Einfach nur wirklich, wenn es jemanden gibt da draußen, der sich gerade einfach in der Situation befindet, egal wie lang es schon her ist oder ob das jetzt ganz frisch ist, meldet euch, kommt auf uns zu, wir freuen uns. Schön. Und herzlichen Dank. Sehr gerne. Frau Gohl, Frau Hall, das war jetzt eine, denke ich, sehr informative, sehr öffnende Geschichte hier miteinander. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich möchte auch noch alle die grüßen, die jetzt hier mit zugehört haben und alle, die noch zuhören werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach im richtigen Moment die richtigen Menschen treffen, die Ihnen dann auch gerne an der Seite stehen. Ja, in dem Sinne alles, alles Gute Ihnen und auch Ihnen gute Wege und gutes Durchkommen auch durch diese Zeit. Ich will noch eins sagen. Es gibt ein Motto von uns. Nicht nur am Leben bleiben, sondern auch im Leben bleiben. Herr Mayhoff, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier heute sprechen durften. Und herzlichen damit Dank. Hören wir auf. Jawohl. Alles Gute Ihnen. Gell? Also, tschüss. Tschüss.